Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ich muss mich jetzt erstmal sammeln. Vor allem alle Informationen muss ich an euch heranbringen. Es geht wieder um die Hexe. Hexe Part 4 und Open End immer noch. Also es ist, diese Frau ist einfach, ja, Wahnsinn, was hier abgeht. Okay. Ihr seid ja informiert, dass wir den Stand hatten, dass alle Brüder unterzeichnen wollten, dass praktisch der eine, der Mann, der Hexerich, wir nennen ihn jetzt mal Hexerich, mit der Hexe auszieht in die teure Villa, wo eigentlich Rohbau ist, nur oben sind die Zimmer vier Zimmer, aber oben das Dach ist noch offen und unten haben sie zwei, drei, zwei Zimmer, glaube ich, die zu sind. Da schlafen sie unten und oben werden sie dann ausbauen. Whatever. Aber das Ding ist eine halbe Million Pfund wert. So, also richtig gut Asche. Sagen wir mal, das sind 25.000 Euro. Und das ist ja kein Kleingeld hier. Und jetzt ist es so, dass er ausgezogen ist. Allerdings hat er noch ein paar Sachen dagelassen. Ne, das ist so ein Kontrollding, dass er immer wieder kommt und kontrolliert, ob da, ja, was da abgeht, dass sie nicht den kompletten Kontakt abbrechen. Und die Mutter ist natürlich sehr unzufrieden, sie ist damit nicht einverstanden. Sie möchte, dass er die Villa bekommt und seine Wohnung. Alles. Aber sie hat ja vergessen, sie hat ja noch den letzten dritten Sohn, der ist klein. Der ist jetzt, wie alt ist der? 20. Der muss ja auch irgendwie was bekommen, weil ihr Haus kann, da kann man nicht mehr aufstocken. Sprich, der Vater, der ja noch eine andere Frau hat, der hat dieses Grundstück und das sollte für den kleinen Sohn überschrieben werden. Jetzt ist es ja so, wenn der Hexerich auszieht, kriegt der kleine Sohn die Wohnung von dem Hexerich. So ist es ausgemacht. Aber die Mutter sagt, nein, er vermisst diesen Sohn und er soll beides bekommen. Das bedeutet, der dritte Sohn geht leer aus. Und das geht ja nicht, weil woher soll er denn bauen? Er hat dann gar nichts. Und man muss dazu sagen, der Hexerich, ist weggezogen und hat auch nie Geld gegeben dazu für die Mutter. Ne, der hat früher viel bezahlt, aber seit er eine Familie hat, macht er nichts mehr für die Mutter. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn Streit ist, geht er runter und holt noch seine Sachen, die er früher für die Mutter, gekauft hat. Das Bügeleisen, alles Mögliche, ne? Und jetzt haben sie ja wieder Streit. Jetzt war er vor kurzem wieder da und hat die Türen geknallt und hat die. Ihr kennt ja die haben Besucherzimmer und er hat die Überzüge, die er gekauft hat für seine Mutter, abgerissen. Und jetzt steht die Mutter im Besucherzimmer mit Polstern da, die keinen Bezug haben. Die Mutter sagt, er soll alles nehmen. Die ist ganz normal, kein Problem. Und wenn Besucher kommen, ist ihr Mist egal. Hauptsache, der Sohn ist glücklich und es gibt keinen Streit. So. Also da sind wir schon alle ein bisschen im Kopf schütteln, was da los ist. Und der Mann muss sagen, er kommt jeden Tag, knallt mit den Türen, ja, läuft hoch, macht, was er will, kommt runter und schreit überall rum. Jetzt letztens war eine große Aufregung da. Was war da schon wieder? Der ist zu meinem Schwager gegangen, weil der Schwager ist so in der Art der Mittelsmann. Er hat beide Verträge. Er hat seinen Vertrag von der Wohnung und den Vertrag von dem großen Bruder. Alle haben unterzeichnet und der Hexerich will den Vertrag an sich reißen, damit die nichts, also beide Verträge, damit niemand was in der Hand hat. Und er hat beides, Villa und Wohnung. Und die Mutter hat gesagt, nimm das dir ruhig, kein Problem, Walladi, Walladi. Ne? So. Walladi heißt mein Junge. Und natürlich mein Schwager, ne, der mit dem Gipsbein, der hat gesagt, nein, wir haben das Vertrag ist Vertrag, ich kann das dir nicht geben. Nimm deine ganzen Sachen raus, die du noch da hast, gib mir den Schlüssel, dann bekommst du deinen Vertrag. Vorher nicht. Dann sagt er, das macht er nicht. Er behält die Wohnung. Ja, das geht auch nicht. Ne? Und dann hat er meinem Schwager gedroht, er bringt die ganze Familie von dem anderen Dorf und macht das Haus fertig auf und hat ihn richtig beschimpft. Alle Leute haben das gehört. Und mein Schwager ist hier eine Respektsperson, der ist ja auch der Gebetsrufer, obwohl er kein Scheich ist. Die nennen ihn trotzdem Scheich, weil er eben ein guter Mensch ist und einen Bart hat. Die sagen auch wegen dem Bart, mein Mann ist ja auch ein Scheich nach deren, weil er einen Bart hat, aber das hat ja mit dem nichts zu tun. Anyway, keiner ist hier studiert, aber er hat halt der Scheich Ahmed. Mit, sagen sie zu ihm. Okay, und da muss man schon sagen, dass alle Leute respektieren meinen Schwager, weil er einfach überall, wenn jemand krank ist, er ist der Erste, der ihn besucht. Er ist immer auf den Friedhöfen bei jeder Beerdigung und wenn irgendwas ist, versucht er immer zu helfen. Jetzt hatte er ja den Unfall und ist natürlich im Haus. Er kann jetzt langsam wieder laufen, aber ne, jetzt hat der
der Hexerich ihn so angemacht, dass er gesagt hat, verschwinde raus aus meinem Haus, so brauchst du nicht mit mir sprechen. Dann ist er abgehauen und auf der Straße hat er noch gesagt, ach, wer ist denn dieser Ahmed, den pfeife ich doch den rauche ich in der Pfeife und so Sachen, ne? Und die Leute sind alle schockiert, wie er über meinen Schwager spricht, ne? Und wissen schon, aha, der Hexerich, Schraube locker. Die denken alle, der Hexerich ist verhext worden, weil so benimmt sich kein normaler Mensch. Ihr gegenüber vom Ahmed, er hat ihm nie was getan, er hat ihm immer geholfen bei allen seinen Problemen und auch seine Mutter ist ja alleine dagestanden mit 4 Kindern. Der Mann hat nicht so viel Geld ihr gegeben, muss man auch mal klar sagen. Der hat lieber seine andere Frau unterstützt und die Söhne. Aber sie musste sich, also meine Schwiegermutter hat auch die Kinder mit großgezogen, die haben bei denen oft gegessen. Und auch beim Schwager seiner Mutter wurden die Kinder, ne, die haben Essen gebracht, Kleidung gebracht, damit die aufgezogen werden. Und dann ist es so, dass er so behandelt wird. Aber gut, es ist ja so, du machst es für Allah und nicht für die Leute in dem Sinne. Also das trennen die hier. Gut, nächstes Ding. Dann geht er wieder hin und schreit mit der Mutter rum. Und die Mutter sagt, nein, das wollte ich nicht. Zerreiß die Verträge. Ich werde die Verträge holen. Du darfst hier wohnen. Du kriegst alles von mir. Die Mutter will die Kinder haben. Die ist krank mit Kindern, weil die anderen beiden Söhne haben noch keine Kinder. Und dann hat sie natürlich auch die eine Frau von dem großen Sohn. Du bist hier schuld. Wegen dir ist das alles. Seit du gekommen bist. Verträgt sich das ganze Haus nicht. Aber dabei ist es ja die Hexe, die gekommen ist und seitdem. Aber gegen die Hexe sagt sie nichts, weil die ja Kinder hat und die andere ist kinderlos. Also dann muss man dazu sagen, der große Mann, der große Bruder, der ist gerade frisch operiert worden. Der hatte am Popo diese Dinger da, ne? Hat er sich rausoperiert, hat noch die Kanüle im Arm, dritter Tag, noch ganz malat, dann kriegt er unten mit, wie unten die Türen klopfen, wie sich die beiden Brüder unten schlägern, weil der Hexerich wieder gekommen ist und hat wieder Sachen geholt, ne, was er bezahlt hat, weil er so sauer ist auf, dass er nicht den Vertrag bekommt für das Haus, ne? Und ja, dann nimmt er die Sachen von der Mutter weg und der kleine Sohn, der 20-Jährige, versucht alles zu verteidigen und sagt, schämst du dich nicht? Der hat sogar irgendein kleines Bild, wo an der Wand hing, wo Allah draufsteht, für 5 Pfund hat er von der Wand gerissen und siegessicher ist er weggegangen. Wegen 5 Pfund, da haben doch alle gelacht. So ein Kindergarten, ne? Naja, gut. Dann ist der Typ, der gerade frisch operiert ist, ne, an den Hämorrhoiden, oder wie heißen die Dinger? Hämorrhoiden. Ja, runtergegangen, hat aber noch, oh, sorry, dass ich es so sage, aber ist so, der hat geblutet noch, er ist noch nicht fertig. Und dann fängt er an, hat versucht, Streit zu schlichten. Dann kam noch mein Schwager, die kleine Tochter, die Schwester, die ist rausgerannt, hat den Schwager geholt mit den Krücken, ne, um Streit da zu schlichten. Und der andere kam runter mit seiner Operation, hat noch geblutet und rennt hin und versucht dann Streit zu schlichten, dass der eine den anderen nicht voll schlägt. Was ist? Dann kommt noch die Frau von dem großen Bruder und hält so ihren Mann, geh weg, du bist krank, lass und umarmt ihn und versucht ihn wegzuziehen. Was macht der? Sobald er die andere sieht, tut er seinen Schuh ausziehen und schlägt auf die Frau ein. Und das geht ja hier gar nicht. Ein Mann, der auf eine Frau und ich hasse dich und alles. Na, du bist schuld. Also dann weiß man ja, woher die Mutter das hat, weil er denkt, die Frau ist schuld. Dabei hat sie ja nichts zu tun. Die war immer in ihrer Bude, hat nie was gesagt. Die Hexe ist nur neidisch auf diese Frau, weil die Hexe kann nicht kochen, die ist unbeliebt, macht nur Schrott. Und diese Frau ist halt super eine gute Köchin, ne, hat einen guten Ruf und ja, die will sie halt kaputt machen. Sie will als bessere Frau dastehen. Das war schon von Anfang an hier so. Ja. Und was willst du sagen? Dann ist natürlich hat der mit der Operation, der große Bruder, den mittleren Bruder, den Hexerich, zusammengeschlagen. Gesagt, verpisst, Entschuldigung, raus, also muss man aber so ordinär reden, weil so einer, ich bin auch so sauer, wirklich, raus aus unserem Haus, hat ihn geschlagen, weil der ist 2 Köpfe größer als sein kleiner Bruder, wobei der auch schon ausgewachsen ist, der ist halt kleinwüchsiger, whatever. Bei dem ist irgendwie eine Schraube locker. Die Leute sagen hier, der hat Kahraba im Kopf, Strom, der ist nicht sauber. Und dann kam auch der Schwager, hat das natürlich alles mit angesehen. Die Mutter schreit ihre Schwiegertochter an, wegen dir ist das alles. Dann sagt der Schwager, jetzt halt mal den Mund, schäm dich. Die macht alles für dich, die kocht für dich und immer tust du sie beleidigen. Und jedes Mal
hilft sie dir und macht. Und die andere, die tut dich immer kaputt machen und mit dir Streit machen. Und die ist die Gute, aber die richtig Gute, die ist die Schlechte in deinen Augen. Und dann ist die Gute natürlich weggegangen in ihr Zimmer, hoch in die Wohnung und hat sich voll aufgeregt, ne, dass sie immer als Schlimme dasteht. Aber sie ist so ein guter Mensch, sie kann sich nicht wehren. Sie hält lieber den Mund und denkt, es ist unislamisch, sich zu verteidigen. Und vor allem auch für ältere Frauen, dass man dagegen ältere Frauen nichts sagt. So. Die Story war zu Ende, dann kam der Schwager von mir und hat die alte Oma, ne, die Schwiegermutter, nach 2 Tagen hochgebracht zu der Schwiegertochter, um sich zu entschuldigen, weil sie wirklich schlimme Sachen gesagt hat. Ja, dann hat die sich auch wirklich entschuldigt. Die Schwiegertochter hat es zwar nicht geglaubt, aber hat es angenommen aus Respekt wegen dem Ahmed, meinem Schwager. Alles wieder klar, jeder hat gewusst, sie meint es nicht ernst, sie sagt es nur, damit Frieden herrscht, weil die tun ja jeden Freitag oder Donnerstag essen die alle zusammen. Ja, einmal kochen am Donnerstag, ich glaube, Donnerstag kochen die unten und Freitag kochen die oben. Und deswegen war auch die Hexe so neidisch, weil sie nie gekocht hat, dass die sich immer da, ne, hoch und runter gegangen sind. Naja, weiter geht's. Dann war wieder was. Dann und jeden Tag kam der und hat die Türen geklopft, weil er sauer ist, weil er nicht an den Vertrag rankommt und hat überall nur schlechte Sachen erzählt. Ja, was willst du sagen? Und was sagt die Schwiegermutter, die Mutter der aller Söhne? Ach, ich vermisse dich so, bla, komm doch wieder zurück. Aber dann sagen alle, dann geh doch du und wohn mit denen. Aber das will ja die Hexe nicht. Die Hexe kann ja die Schwiegermutter nicht leiden. Aber immer nur Stress machen. Das gefällt ihr. Von weit weg lacht die sich nämlich eins ins Nest, ins Fäustchen. Ja, dann haben sie wieder gestritten, kam mal wieder der Hexerich und sagt, also jetzt reicht's mir, wenn ich wiederkomme, bring ich eine Kanone mit. Eine Gun. Also, auch noch mit der Pistole wiederkommen. Das ist alles nur Blabla, aber ja, trotzdem, sowas sagt man seinem Bruder nicht. Also ich finde, das ist schon wirklich unterste Schublade und sowas, was da abgeht, das ist das Irrenhaus. Absolut alle Leute wollen damit nichts zu tun haben, weil wer sich da einmischt, der ist dann auch involviert in dem ganzen Mist. Und das hat er gut hinbekommen, weil er hat extra das so gemacht, schön mit allen streiten, dass keiner in seiner Situation sich einmischt und er kann schön sein Unwesen treiben. Ja, muss man echt sagen. Weil jetzt jedes Mal, wenn irgendwas ist, du findest kaum jemanden, der da hilft, weil sie wollen mit denen nichts zu tun haben. Sie haben gesehen, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich und am Ende sind da die Nachbarn schuld. Ja, was willst du da noch sagen? Okay, weiter geht's. Jetzt das nächste ist, der große Bruder ruft meinen Mann an und will mit ihm reden, was sie machen sollen. Der will sich nämlich jetzt die Villa und die Wohnung unter den Nagel reißen und es geht ja nicht. Ja, jetzt kommt der Vater. Halt, also mein Mann sagt, es geht nicht, du hast alles schriftlich und wenn er nochmal in die Wohnung kommt, du hast eigentlich die Möglichkeit, ihn bei der Polizei, das gehört ihm nicht mehr. Er muss die Wohnung räumen und den Schlüssel abgeben. Jetzt hat aber der Schwager gesagt, wir geben ihm bis dieses Jahr Ende noch Zeit, die Möbel rauszuholen, weil er hätte keinen Platz. Dabei haben wir genug Sachen, so viele Möbel hat er ja auch nicht, der hat die meisten Sachen mitgenommen. Man kann die auch unten lagern. Aber das will ja die Hexe nicht. Die will schön die Kontrolle behalten und wahrscheinlich ihre Sachen da, ihren Sand streuen, den sie früher ja gestreut hat, nachts die Türe auf und irgendwelche Sandkörner auf die Treppe gestreut. Jedes Mal, wenn die Schwägerinnen ihre Schwägerin mit nass, also aufgewischt haben, ne, und mit Salz, damit ja, der Boden gereinigt wird von Flüchen, von allem Möglichen, hat die wieder die Tür aufgemacht und hat gestreut. Was auch immer in diesem Sand, was sie da besprochen hat, drin ist, definitiv nichts Gutes. Ich weiß, viele glauben nicht dran, wir tun es. Naja, definitiv gibt es da nur Ärger. Dann kam der Vater, um den Streit zu schlichten. Natürlich sagt der Vater zu dem großen Bruder, du musst den mal richtig verhauen. Das gibt's doch nicht. Aber das sagt er nur im Angesicht vom großen Bruder. Sobald er sich umdreht, hat er nämlich, ist es auch so ein Heuchler, der dann die Meinung von dem anderen, von dem Hexerich hat. Die Mutter sagt gar nichts dazu. Die Mutter sagt, wenn du, ja genau, als der Vater dann weg war, sagt der große Bruder, Chalas, ich werde ihn jetzt schlagen, mir reicht's. Und die Mutter sagt, wenn du meinen Sohn anfasst, zeige ich dich bei der Polizei an. Und da war natürlich auch sehr verletzend. Dann sagt der große Bruder, du hast doch 2 andere Söhne, nicht nur diesen einen. Deinen kleinen Sohn, den bringst du ums Erbe und mich beleidigst du bis ins Letzte, weil du nur diesen einen Sohn bevorzugst und der tut das ganze Haus. Niemand will ihn hier haben, nur du. Ja, wenn er kommt, habe ich meinen Frieden. Nur mit ihm habe ich meinen Frieden. Und da, wie fühlen sich die anderen Brüder, ne? Ist ja auch schlimm. Dann hat der andere, haben die sich so geschrien und gemacht, was der große Bruder gesagt hat, mir reicht's, wir ziehen hier aus. Dann hat die
Wie war denn das? Dann hat die Schwiegertochter oben, hat dann runtergerufen, und wir ziehen aus, ich habe auch die Schnauze voll. Dann hat der kleine Bruder sich eingemischt und hat gesagt, was red nicht so mit meiner Mutter, das ist respektlos, dann hau doch ab. Dann haben die jetzt auch Streit miteinander, weil der kleine Bruder liebt seine Mutter so sehr, er geht auch arbeiten, er könnte das ganze Geld, was er hat, auf die Seite tun für sein Haus sparen. Nein, er gibt es seiner Mutter, weil die Mutter kriegt kaum Geld von dem reichen Vater, die muss gucken, wo sie bleibt. Ja, und ja, es ist einfach tragisch. Jetzt ist es so, dass der kleine Bruder so in Rage gekommen ist, dass er sogar ein Messer genommen hat und geschrien hat zur Mutter. Die Mutter hat nämlich die Schwiegertochter, die runtergerufen hat, eine Stunde lang beschimpft mit Ausdrücken. Der Sohn ist hochgegangen, der große Bruder, weil er es nicht mehr hören konnte. Leute, ich krieg davon nichts mit. Es war natürlich nachts irgendwann um eins, wo sie da richtig Rambazamba gemacht haben. Und der Bruder sagt, wenn jetzt nicht aufhört, dann mache ich mir selber das Messer in den Bauch. Da haben alle dann aufgehört, weil da denkst du auch, die haben es alle mit den Nerven bekommen. Also, das ist Storytime hoch 10, muss man ja mal sagen. Am nächsten Tag erzählt mir das dann die Frau, ne, was da alles passiert ist. Da war ich richtig geschockt. Ja, und das End vom Lied ist, dass die Mutter will, dass die alle ausziehen. Am besten alle und der andere kommt mit den Kindern zurück. So, jetzt ist aber so, dass der große Bruder sagt, ich kann meinen kleinen Bruder hier nicht alleine lassen. Und meine kleine Schwester auch nicht, weil die werden ums Erbe betrogen. Ich muss hier bleiben und gucken, dass es mit rechten Dingen zugeht. Obwohl er gerne sein eigenes leben möchte, aber er kann es nicht, weil immer dieser Hexerich kommt und irgendwie Probleme macht. Jeden Tag gibt es dort irgendein Donnerwetter, irgendjemand schreit, immer ist irgendwas los oder es sind Beleidigungen fallen, weil die Schwiegermutter unzufrieden ist, dass die Kinder nicht mehr da sind, weil die haben ja Kinder, die Hexerich. Die Hexe und der Hexerich und diese Schwiegermutter liebt Kinder. Das sind ihre einzigen. Ja, so kannst du sehen, wie es läuft. Es ist einfach nur, ja, traurig und Open End. Jetzt ist es so, dass gesagt wurde, man soll eine große Runde machen mit dem Bürgermeister und mit allen Sheriffs, die wichtig sind, zusammensitzen und dass da mal ein Schlussstrich gezogen wird. Er darf nur einmal die Woche kommen oder und wenn, dann muss er auch nicht immer hochgehen und die Türen knallen und Stress machen. Aber das Problem ist, die Mutter wird sich nicht an diese Regeln halten. Das wird das Problem sein, ne? Und der Vater will das Haus nicht auf. Ja, das Beste war ja noch, das habe ich ganz vergessen. Der Hexerich will wieder zurückkommen. Er hat gesagt, er interessiert sich, er will wieder in seine Wohnung zurückkommen und das Haus kann jeder machen, was er will. Aber wer soll, dann haben wir gesagt, okay, dann soll der große Bruder und der kleine Bruder sollen dann in die Villa ziehen und der Vater soll das schriftlich geben. Dann sagt der Vater, nein, das kann ich nicht schriftlich geben, weil dann würde er ja die anderen Söhne er gibt es der Frau auf den Namen. Und wenn die Frau das auf den Namen hat, dann die Villa, dann gibt es natürlich dem Lieblingssohn. Und das wollen die vermeiden. Und deswegen sagen, du darfst nicht zurückkommen, du hast unterschrieben, du kannst nicht beides haben. Und das ist jetzt eine never-ending story. Und das Problem ist die Mutter. Die Mutter ist nicht gerecht, die ist nicht auf der richtigen Seite, die denkt nur an sich, Kinder, 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 nur das macht sie glücklich. Aber dass sie noch andere eigene Kinder hat, nicht nur die Enkelkinder, das vergisst sie hier. So Leute, jetzt ist es mal so, dass ihr mal seht, was hier abgeht. Und die Frau natürlich macht das schon seit so vielen Jahren mit. Die Schwiegertochter da oben mit dem großen Sohn und die sind kinderlos und immer gestresst. Und also ich hätte, glaube ich, die hat das Haus verlassen. Und hätte meinen Mann gezwungen, auszuziehen, whatever. Man hat nur ein Leben, man kann nicht immer nur Rücksicht nehmen. Die Zeit vergeht und man wird älter, dann kann man irgendwann auch keine Kinder mehr bekommen. So ist das. Wie seht ihr die Lage? Also, ich hoffe nicht, dass irgendwie das mal zu einem kriminellen Fall kommt, dass dieser Hexerich ins Gefängnis kommt und irgendeiner sein Leben lassen muss, aber es sieht so aus, dass es hier, ja, oder wir machen diese Runde mit den Bürgermeister und den Sheriffs und haben dann eine friedliche Einigung. Wir werden sehen. Ja, Teil 5 wird kommen, inshallah. Ich hoffe, dass das dann der letzte Teil ist und dass wir dann in Frieden hier leben können. Khalas, yalla, das war's schon wieder von mir. Bis die Tage, Masilema. Bye, bye.